Doris. Doris Glick von Tempel und Backen. König Herodes, was ist Ihr Leibgericht? Ich denke, Sie haben alle Verständnis dafür, dass König Herodes heute nur Fragen zu seinen geplanten Säuglingsmorden beantworten kann. Ja, Shalom zusammen. Schön, dass Sie alle so kurzfristig zur Pressekonferenz mit König Herodes erscheinen konnten. Unser hochverehrter Alleinherrscher hat eine wichtige Ankündigung zu machen, die wahrscheinlich besonders die frischgebackenen Eltern unter Ihnen interessieren dürfte. Bitte. Ja, vielen Dank, Shlomo Goldstein. Und zwar beabsichtige ich, alle männlichen Neugeborenen bis zum Alter von 2 Jahren hier in Bethlehem zu ermorden. Ja, soweit erstmal. Ja. Danke, König Herodes. Gibt es dazu von Ihrer Seite noch irgendwelche Fragen? Simon Iskariot von der Jüdischen Rundschau. Sagten Sie Ermordung aller Neugeborenen? Ja, aller männlichen Neugeborenen, richtig, ja. Moment, und warum planen Sie das? Ich verstehe Ihre Frage, aber erstens möchte ich Sie nicht mit politischen Einzelheiten überfordern und zweitens glaube ich, dass ein Teil meiner Antworten Sie verunsichern würde. Nur so viel, es ist eine leider unvermeidbare Maßnahme, um Wohlstand und Frieden in der Region nachhaltig zu sichern. Ja, Doris. Doris Glick von Tempel und Backen. König Herodes, was ist Ihr Leibgericht? Ich denke, Sie haben alle Verständnis dafür, dass König Herodes heute nur Fragen zu seinen geplanten Säuglingsmorden beantworten kann. Fasael Ashkenazi vom Metallhammer. König Herodes, meine Frau ist gerade schwanger, das Kind also noch nicht geboren. Mhm. Heißt das dann, dass es sicher ist? Ja, also davon gehe ich jetzt erstmal aus. Es sei denn, meine Experten raten mir dazu, auch alle ungeborenen Kinder zu töten. Ich denke, das empfiehlt die Gründlichkeit, nicht? Also dann in dem Fall sorry. Gut, ich denke, damit werden all Ihre Fragen hinreichend beantwortet. Moment. Kann es sein, dass diese Pressekonferenz eventuell damit zu tun hat, dass nach jüdischem Kalender heute der 1. April ist? Nein, das kann ich ausschließen. Vielen Dank für Ihr Interesse, ja. Shalom. König Herodes, tragen die Juden dann die Schuld an den Säuglingsmorden? König Herodes, welche Art von Ofen bevorzugen Sie für Aufläufe? Wenn ich vorhabe, heute ein Kind zu zeugen, ist das dann wenigstens sicher. König Herodes!